macht aber eine große Augen. Adi, so kleine Wurst. Jo, hat der Papa dich gewählt? Jo. Ah, musst du immer nachts Videos machen oder was? Wenn ich schlafen will, dann kann ich ausrasten. Boah, da fräse ich mich ja auf, du. Okay, peace out, vorhaut, euer Adi. Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und wir haben letztens ein Video hochgeladen, alle Alola-Shinies und Familien komplett, denn ich hatte ja gefragt, was ich noch so entwickeln soll an Shinies, da ich ja die Familien eigentlich alle vollständig habe, die aber noch entwickeln müsste. Dann gab es ein paar Vorschläge und aus den Eis- und Bodenthemen, die vorgeschlagen waren, habe ich einfach die Alolas gemacht, weil einfach genau noch die Boden-Alolas und die Eis-Alolas gefehlt haben und so konnte ich alle restlichen Alolas in einem Video entwickeln und zeigen, als Familie auf der Hand haben. Unter dem Video habe ich dann auch neue Vorschläge bekommen. Wir gucken mal hier auf den Benjamin Engel. Der hat nämlich geschrieben, wie sieht es bei Pflanze und Feuer aus? Echt krass, wie viele Shinies du hast. Und ich habe gemeint, Pflanze und Feuer ist notiert. Jetzt also die Folge über Pflanze und Feuer. Dazu gehen wir mal hier in die App. Und eben habe ich sie schon aufgemacht, damit ich jetzt einfach reingehen kann und kann gleich loslegen. Aber irgendwie, wenn du in YouTube nur einen Link anklickst, dann schließt sich die App und du musst wieder komplett neu laden. In der Zwischenzeit zeige ich euch mal den Adi. So, der liegt nämlich hier unten rum, ganz faul. Hallo Adi! Ah, dann halt nicht, ne? So, jetzt ist die App, glaube ich, auf. Wir stellen euch mal wieder hier oben hin, gucken in die App rein, geben mal ein natürlich schillernd, schillernd und, was hat man jetzt? Feuer und Pflanze. Wir starten mal mit Pflanze. So, da seht ihr schon, Bisasam als Shiny natürlich vertreten. Ganz normal vom Community Day damals. Dann habt ihr hier ein Halloween Shiny Bisasam mit Verkleidung. Und weil das ein Lucky war, musste ich mir noch ein zweites gönnen, da ich bei den Shinies ja immer einfach das normale Shiny haben möchte. Ich verstehe nicht, wie Leute jedes Shiny als Lucky sammeln können. Das finde ich so unnötig, denn ich finde den Hintergrund einfach komplett hässlich. Hier passt es vielleicht sogar ein bisschen, eben wegen der Mütze. Aber generell, er braucht schon ein kleines, lumpiges Bisasam, was man nicht entwickeln kann, mit Halloween-Kostüm und guten IV. Dann habt ihr Bisa-Knosp natürlich, Bisa-Flor. Mirapla habt ihr hier ein paar Duflor. Da ganz besonders habe ich ja zwei Duflor entwickelt, weil der Unterschied zwischen männlich und weiblich zu erkennen ist. Hier habt ihr oben an der Knospe kleine Pünktchen. Hier habt ihr an der Knospe große Punkte auf jeden Fall. Ja, die wälzt sich hier rum. Und beim Giflor ist das auch so. Hier habt ihr ganz viele kleine Punkte drauf. Und bei dem anderen, bei dem weiblichen, habt ihr eben große Punkte, die man hier sieht. Und dann habt ihr Alola Kokowai wieder dabei, in die wir vom Community Day, ihr kennt das alles. Auch Bluebella hier dabei, natürlich als Shiny. Sonnenkern haben wir hier. Damals ein Sonnenflora getauscht bekommen. Vom Kalle war das, glaube ich. Das war noch richtig cool. Ist leider lucky geworden. Finde ich ja richtig mies. Deswegen brauchten wir noch ein zweites. Das war vom Marco, vom Nebels. Das entwickeln wir jetzt mal, dass wir eben noch ein normales Sonflora Shiny haben, ohne diese ekligen Lucky Hintergründe. Das ist also die erste Entwicklung. Sonnenkern zu Sonflora. Sonnenkern haben wir auch noch ein normales auf der Hand. Und haben auch noch eins frei, was wir selber wegtraden können. Also richtig genial hier mit Herzchen 1810. Und ihr seht doch mal, das sieht gut aus und das, boah, das blendet extrem, hat auch richtig schlechte Werte, also schlechte WP zumindest. Das aber durchentwickelt, dann haben wir wieder Gekabor hier dabei, Loturzel, Lombrero, Capaloris, Roselia, dazu kommen wir dann noch. Hier bei Liljeb ist es genauso, da ist das Vili leider auch lucky geworden, deswegen müssten wir uns hier auch das Höchste noch nehmen mit 330. Das nochmal entwickeln zum Vili, dass wir das Lucky Shiny Vili eigentlich wegschmeißen können. Habt ihr auch schon mal ein Lucky Shiny weggeschmissen? Schreibt es mal in die Kommentare, beziehungsweise würdet ihr Lucky Shinies wegschmeißen oder auch nicht? Wir nehmen den hier einfach mal mit. So, 582, okay,
Aber ihr seht natürlich schon den Unterschied. Das sieht gut aus. Das blendet einfach extrem. Muss man ja nicht haben. Lilyep trotzdem auf der Hand als Shiny. Dann haben wir hier Chellas natürlich vom Community Day. Fully Purba. Knospi. Knospi müssen wir nicht entwickeln, denn wir haben ja Roselia. Und Roselia war hier oben, genau, dann nehmen wir auch mal das Höchste, und das habe ich auch noch nicht gemacht, ein Shiny Roserade entwickelt mit einem Sinnohstein. Das machen wir ja aber jetzt. Shiny Roserade entwickelt mit Sinnohstein und auch gutem Level. Ich denke mal, wenn du da ein paar gute Attacken drauf gibst, kannst du trotzdem damit einiges anstellen. Früher ging es ja immer nur um die IV, mittlerweile ist ein hoher Level eigentlich schon die halbe Miete, weil du trotzdem erstmal was austeilen kannst. Was nützt dir ein 100%iges mit WP 10? Dann lieber ein 80%iges, was eben ja schon gleich Level 30 ist oder so. Ihr seht 2400, das könntet ihr auch gut in die Hyperliga mit reinnehmen. Lassen wir jetzt mal hier, könnte man als Giftangreifer nehmen. Das auch entwickelt, ist jetzt hier unten mit dabei, Roserade. Das waren aber die Pflanzen. Jetzt wollen wir uns in derselben Sendung natürlich noch um Feuer kümmern. Feuer. Da haben wir auch wieder Glumanda als Shiny und auch als Halloween-Shiny mit Verkleidung. Natürlich Glutexo, Glurak. Ihr habt hier Fukano und Akani, müsste man noch machen. Das hat einen Punkt. Das ist zwar das Höchste, wollen wir aber nicht entwickeln. Da das frei ist, das könnte ich selber wegtraden. Wir nehmen also das Zweithöchste. Denn das ist getauscht. Mach aus dem Vulcano ein Akani. Neuer Pokédex-Eintrag sozusagen. Und das Höchste heben wir uns wieder auf, dass wir uns das dann wegtauschen können, falls wir mal was nicht bekommen und von anderen holen müssen. Der Adi ist mittlerweile im Bett gelandet, schon eingeschlafen. Hier also auch Akani. Richtig genial auf jeden Fall. Das ist ein richtig geiles Pokémon von früher. Hat man sich damals schon gewundert, dass das so hohe WP auch erreicht. Ponita, Galoppa habt ihr hier, Knogger, Flamara, Lavados, dann hier Feuerriegel alles, Hundemon, Hunduster, Magby, merkt man uns, auch ein weiteres Baby. Entei, da haben wir natürlich Entei normal und Entei als Lucky. Bei den legendären Shinies ist es ja wieder was anderes, da können euch gute IV auch nützlich sein, genau hier wie bei Ho-Oh und eben Lucky Ho-Oh. Was haben wir jetzt ausgelassen? Nix, gut. Flamly dabei, ist wieder uninteressant, Panflam, Panpiro, Panferno, also bleibt noch Magby übrig und das wieder so ähnlich wie bei dem anderen. Hier haben wir das Höchste, ist aber ein Lucky und Lucky möchten wir ja nicht. Hier haben wir das Zweithöchste, das ist aber selbst gebrütet, das könnten wir wegtauschen. Also müssen wir das Dritthöchste nehmen und müssen das entwickeln. Einmal mit 25 zum Magmar und dann nochmal mit einem Sinnohstein zu Magbrand. Und dann müssen wir das Zweithöchste, da ist glaube ich noch eins übrig, das auf jeden Fall dann auch nochmal zum Magma machen, dass wir wirklich die ganze Familie auf der Hand haben mit, boah, ist das, das sieht echt schräg aus, oder? Habt ihr auch Magma entwickelt? Schreibt es mal in die Kommentare. Wir geben nochmal 100 Bonbons aus und einen Sinnohstein, entwickeln jetzt das Shiny Magbrand aus dem Shiny Magma heraus. Haben dann also Magby, Magma und Magbrand, auch die Familie vollständig. Was man auch schon in die Folge der Baby-Shinies hätte mit reinnehmen können, genauso wie Knospi. Aber ich finde, nur Baby-Shinies in einer Folge zu krass. Und wenn ein paar Babys noch übrig sind und man macht eine Folge über die Baby-Shinies, seht ihr die restlichen hier ja auch nochmal. Genau hier also das Zweithöchste. Das nehmen wir, machen wir noch zum Magma, damit das Magma eben auch auf der Hand ist im Shiny Living Dex. Viele, die sagen ja, sie nehmen einfach eins, entwickeln das durch, sind dann fertig. Ich möchte aber wirklich jedes Shiny auf der Hand haben als Shiny Living Dex, wie eben schon gesagt. Und die Sprache geht immer zu weg. Hab vorhin schon ein Bierchen getrunken, muss man jetzt auch mal sehen. Da alles eingetragen natürlich, hab kaum noch Staub, gerade mal 10,6 Millionen, weil ich ganz Mewtwo gepusht habe. Jetzt also fertig auch, Schillern und Feuer. Ist fertig, Schillern und Pflanze ist fertig, ist auch ein gutes Thema gewesen, das Gegenteilige so Feuer-Pflanze, obwohl das ist ja nicht gegenteilig, eigentlich wäre Feuer und Wasser gegenteilig, aber Feuer natürlich gut gegen Pflanze
Und Wasser hat man ja schon. Pflanze gut gegen Wasser. Deswegen müssen wir jetzt auf Feuer und Pflanze gehen. Wenn ihr noch Ideen habt, was ihr sehen wollt, welche Typen wollen wir noch mit reinnehmen, welche Typen wollen wir noch entwickeln, wenn ihr noch Vorschläge habt, wenn ihr noch Ideen habt, schreibt es mal unten drunter, selbst wenn es der Benjamin Engel wieder ist als einziger, schreibt es unten rein, welche Shinies wollt ihr noch sehen, welche Familien wollen wir noch entwickeln, ich gucke dann durch, ob das schon vollständig ist oder ob was fehlt, entwickle das dann für euch im Video. Jetzt könnten wir uns doch mal kurz den Adi angucken, wenn er wollt, oder wir lassen einfach schlafen und würde ich sagen, ja, dann war es das von meiner Seite aus. Schreibt eure Vorschläge unten rein. Habt ihr auch alle Feuer-Shinies? Habt ihr auch alle Pflanzen-Shinies? Was fehlt euch noch? Und sammelt ihr Familien oder nur einzelne? Und schreibt rein, was ich im nächsten Shiny-Entwicklungsvideo entwickeln soll. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.